die Falle steht nachher so. Und dann die Maus geht rein und dann geht die Klappe zu. Im Grunde stellen wir einer Studie nach, die vor 30 Jahren schon mal gemacht worden ist, über die Kleinsäuger im Wald und die Kleinsäuger auch im Grasland. Und wir wollen wissen, was in diesen 30 Jahren hier sich vielleicht verändert hat seit der Studie damals. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Okay. Unser Forschungsprojekt zur Vielfalt und zur Rolle kleiner Säugetiere im Nationalpark Unteres Odertal startete 2021 als Pilotstudie. Und jetzt arbeitet ein deutsch-polnisches Forschungsteam bis 2026 daran, eben die Kleinsäugergemeinschaften im Nationalpark auf der deutschen Seite und im Landschaftspark auf der polnischen Seite der Oder eben zu untersuchen. So, jetzt sind wir hier bei A4. Dieses Projekt ist Teil unserer Strategie, die Forschungssammlung des Museums im Rahmen des Zukunftsplans zu erschließen und auch weiterzuentwickeln. Und wir forschen ja sammlungsbasiert. Das heißt, die Sammlung ist die Grundlage unserer Forschung. Ja, hier befinden wir uns in der Säugetierabteilung. Und zwar haben wir jetzt hier die Gelbhalsmaus und die Rötelmaus in diesen Schubläden. Und das sind auch die häufigsten Arten, die wir im unteren Odertal erfasst haben. Und diese Sammlung stellt im Grunde ja auch die Referenz dar für unsere Untersuchungen. Here we have the largest European shrew called water shrew or Wasserspitzmaus in German. We have also the other species, sibling species, which is called Neomys anomalus. And for many people, this is very difficult to distinguish two species. The other is unique in that way. This is the smallest shrew in Poland or Germany. As you know, we have just removed the traps last night from the other former three traps, and now we like to shift them to two new plots. Als Museum für Naturkunde forschen wir ja weltweit und arbeiten eng mit zahlreichen Instituten zusammen. Und besonders wichtig ist uns dabei aber auch, dass wir junge Forschende in unserem Projekt mit einbinden, dass sie eben lernen und Erfahrungen sammeln können. Ja, wir hatten ja eine Maus mit nach Hause genommen oder in das Labor, sagen wir es mal so, um sie zu beobachten und den Studenten zu zeigen. Und nun wird es langsam Zeit, dieses Tier wieder rauszusetzen. Und zwar machen wir das genau dort, wo wir das Tier auch gefangen haben. Diese erste Arbeit, die vor 30 Jahren stattgefunden hat, die haben noch mit Schlagfallen gearbeitet, also Tötungsfallen. Und wir haben mit Lebendfallen gearbeitet. Und was wir noch zusätzlich einsetzen, das sind zum Beispiel Kamerafallen, um einfach zu sehen, welche größeren Säugetiere sind da vielleicht in diesem Gebiet, wo wir fangen, noch unterwegs. Careful, careful. Wow! It's gone. Ja, jetzt geht's auf die andere Seite der Chaussee und dort werden wir die anderen treffen auf der neuen Fläche. Das ist eine Graslandfläche. Die Falle steht nachher so. Und dann die Maus geht rein und dann geht die Klappe zu. Mit der Forschung an diesen Kleinsäugern erweitern wir ja letztendlich nicht nur unser Wissen über Biodiversität und über Ökosysteme in der Region, sondern es ist auch wichtig, dass wir jetzt hier neue Standards einbringen, eben in einem länderübergreifenden Naturschutz zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir hier auf der Fläche, weil es Wald ist, das erste Mal in diesem Jahr auch die Waldspitzmaus kriegen und die Rötelmaus. Und die, also vor allem die Rötelmaus, die ist auch so in der Dämmerungsaktiv. Also die könnte jetzt schon rumlaufen. Nothing? Ne, nix. Beide Fallen geöffnet. Gucken wir mal. Mal
Is there something? Ja. Also es ist eine Waldmaus sehr wahrscheinlich oder eine Gelbhalsmaus. Also wir lassen die Maus jetzt hier in diese Tüte rein und wiegen die erstmal mit dem Beutel. Das Gewicht ist 61. Wir messen jetzt die Schwanzlänge. 11.2, I see. Und die Hinterfußlänge. 24. Ja, ich glaube, es ist doch eine Gelbhalsmaus. Guck mal, der gelbe Nacken hier. Okay, wir markieren jetzt noch, bevor wir sie freilassen, die Hinterfüße mit ein bisschen Nagellack, dass man sie auch als Wiederfang morgen wiedererkennt oder heute Nacht, wenn sie nochmal sich fangen lässt. Sie hat vielleicht Jungtiere irgendwo, deswegen wollen wir sie jetzt auch nicht länger festhalten. Ich setze jetzt mal hin, die wird springen. Ja, das ist ja immer ein sehr kurzer Moment, in dem man sie da auf dem Boden hat. I grew up in a big city and I wasn't in contact with nature so much. And I was quite scared of nature, to be honest, like bugs and mice. You know, if you find a mouse in your house, it's not so nice. But when you handle them and you interact with them, they're actually nice. Am schönsten ist es, dass wir so international zusammenarbeiten. Also dieses Engagement, was denn da ist, und die Begeisterungsfähigkeit der jungen Forschenden finde ich ganz toll.